Hallo nochmal. Es geht zu meiner zweiten Präsentation, diesmal um das Projekt GPS Time. Ich glaube, das Wer bin ich kann man jetzt überspringen an der Stelle schon mal. Zur Erklärung, was es jetzt gehen wird bei der Präsentation, und zwar relativ einfach. Es wird darum gehen, einfach mit einem Raspberry Pi und einem GPS-Modul einen NTP-Server zur eigenen Nutzung im Haushaltsbereich zu bauen. Das heißt also jetzt, dass man sich praktisch dann eine hochgenaue Zeitgebung sozusagen dann dort ins Wohnzimmer, wo auch immer man das benötigt, nehmen kann, die nicht abhängig vom Internet ist und auch etwas genauer, da sie direkt halt eben auf das PPS-Signal von GPS übergeht. Wie das Ganze funktioniert, dazu mehr. Nur noch einmal ganz kurz am Anfang noch ein kleines Disclaimer sozusagen. Und zwar, ich bin bei der Firma Berliner als Ambassador praktisch unterwegs. Das heißt also, das sind praktisch Power-Nutzer, die halt eben dieses Produkt oder die Produkte sehr massiv nutzen, werden da praktisch da ausgezeichnet. Und ich habe mal ein Produkt von denen oder die Software verwendet, um so auf eine Höhenforschungsrakete zu basteln. Und so bin ich zu diesem Titel gekommen. Heißt also, ich bin hier in diesem Fall nicht unbedingt objektiv, weil ich sage, wir verwenden das Produkt. Es hat jetzt zwar keinerlei Auswirkungen, aber ich wollte es trotzdem nur sagen, dass ich damit ein bisschen verbunden bin, damit das Ganze auch schön transparent bleibt. Das vermisst man sicher in der Politik häufiger mal. So, zur Einführung allerdings. Es geht hier um Zeit. Um Zeit hat man in der menschlichen Existenz schon sehr, sehr lange gemessen in verschiedener Art und Weise. Am Anfang war wohl die Sonne und Tag und Nacht und dann wurde es ein bisschen genauer. Während man dann von der Sonnenuhr irgendwann zu richtigen Uhren, sag ich mal, rüberging oder Turmuhren, die etwas größer sein wurden, dann hat man irgendwann glücklicherweise das Quarz für sich entdeckt, um dann halt eben dann auch jedem Menschen eine Armbanduhr ermöglichen zu können nach einiger Zeit. Und die Quarze waren auch schon mal gar nicht mal so schlecht, aber man hat ja immer als Mensch immer den Drang danach, noch genauer und noch besser zu werden. Und so hat man sich dann irgendwann der Strahlung zugewandt und verschiedene Arten von Atomuhren entwickelt. Und das Schöne an dieser ganzen Sache ist natürlich, dass auch dort die Miniaturisierung immer weiter fortgeschritten hat. Seit einigen Jahren gibt es jetzt natürlich jetzt eine Rubidium-Uhr in dieser Ausführung von der Firma Microchip. Wirklich relativ klein, kann man sich selbst aufs Board setzen. Kostet verhältnismäßig wenig. Also ich glaube, da sind wir jetzt im Bereich von ungefähr 1.000 Euro. Also das geht schon ganz gut. Wie gesagt, ist jetzt nicht so schön wie jetzt Cäsium-Fontänen oder sonstigem, aber halt eben mit Rubidium kommt man schon hinreichend genau hin. Also das ist eigentlich eine Genauigkeit, die meistens die meisten Menschen nicht benötigen. Aber es geht und die Idee ist, mit Zeit, je genauer sie wird, desto mehr hat man natürlich auch Interesse, vielleicht zu Hause daran teilnehmen zu können. Manchmal hat man auch einen konkreten Grund, warum man auch genaue Zeit braucht. Gerade sehr stark in der Industrie und Navigation ist es eigentlich notwendig. Ohne genaue Zeitgeber geht das schon gar nicht mehr. Das heißt, es ist gerade jetzt in der Produktion, für die Steuerung, in der Logistik mit GPS, ich meine, GPS basiert quasi die gesamte Navigation auf extrem genauen Zeit. Deshalb sind die GPS-Uhren ja auch so wunderbar für uns als Verwendungszweck. Ja, natürlich aber auch im Bereich Netzwerke, im Bereich Space Aerospace, also Raumfahrt und Luftfahrt, das ist ganz, ganz wichtig. Funkamateure benötigen, das habe ich mir sagen lassen, auch immer häufiger in der Digitaltechnik. Es macht also Sinn, sich eine hinreichend genaue Uhr zu Hause hinzustellen, die ein bisschen besser ist als der normale Küchenwecker, sage ich es jetzt mal ganz frech. Die Frage ist natürlich nur, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Da gibt es immer so ein paar Ideen, die man da angehen kann. Also Deutschland hat ja momentan noch den Vorteil von dem DCF-77 Funkuhrsystemen, dass sie die noch besitzen. In Amerika ist das jetzt nicht mehr unbedingt der Fall. Da sind jetzt vor ein paar Monaten kam im Voraus, dass verschiedene Funksystem dort halt eben gerade aktiv am Abbauen sind, weil es einfach zu teuer geworden ist. Gott sei Dank bleiben uns die Funkuhren hier in Deutschland wohl noch einige Zeit bestehen, hoffe ich zumindest mal. Allerdings ist auch der Empfang von denen auch nicht immer relativ einfach, je nachdem, wo man halt eben jetzt ist. Und also jetzt heißt es auch gerade jetzt, wenn man jetzt gerade von der Industrie redet oder Gebäudestrukturen und so weiter, und das kann also relativ kompliziert werden. Dann gibt es als die einfachste Lösung für mich als Netzwerker und Techniker gibt es das Network Time Protocol, also sozusagen
die Zeit einfach aus dem Internet zu holen. Das kann aber je nachdem, was man jetzt machen möchte, nicht präzise genug sein. Das große Problem damit sind natürlich die Übertragungsverzögerungen. Das heißt also jetzt gerade, wenn man jetzt bei einem mobilen Endgerät ist, sprichwörtlich über zum Beispiel über WLAN im schlimmsten Falle angebunden, hat man natürlich mit Jitter und anderen Problemen dann dort natürlich Verzögerungen und Signallaufzeit. Verluste beziehungsweise Unabhängigkeiten, die man nicht so einfach rausrechnen kann, weil sie sich halt immer wieder ändern. Und deshalb ist da eine sehr genaue Präzision nicht unbedingt nötig und man braucht natürlich immer eine Internetanbindung davon. Bei GPS und GNSS, also jetzt den Nachfolgesystemen, wie jetzt zum Beispiel jetzt Galileo oder GLONASS, BeiDou, wie sie alle heißen, hat man natürlich, wie gesagt, als Abfallprodukt die Zeit, denn im Endeffekt tun diese Satelliten ja auch nichts anderes als Zeitinformationen ausstrahlen und die GPS-Empfänger praktisch diese im 3D-Raum triangulieren und dadurch dann die Position bestimmen. Und vor allen Dingen hat man aber auch sehr, sehr günstige Empfänger inzwischen. Also jetzt, wenn ich jetzt gerade rüber gucke auf den Tisch bei mir halt eben jetzt verschiedene Module. Ich meine, jetzt in dem Fall heute haben wir jetzt tatsächlich ein Ultimate Breakout Board von Adafruit, der dritten Version, weil die das PPS auch ausliefert. Die hatten vor, als ich es gekauft hatte, vor 5, 6 Jahren, hatten die, glaube ich, um die 40, 50 € gekostet. Inzwischen gibt es nämlich von der deutschen Firma Watterott gibt es Breakout-Boards für das M8Q-Modul. Die kosten dann knapp noch 20 € und die sind für GNSS sogar schon bereit. Also das sind keine großen Kosten mehr, die man dort hat und trotzdem kann man das Ganze machen. Was man hier so als schwarzes, weggehendes Beinchen sieht am UFL zu einem Pigtail, ist natürlich eine aktive Antenne, die bei mir am Fenster liegt. Manchmal lohnt es sich wirklich auch da, eine aktive Antenne zu nutzen, weil es nicht unbedingt immer ein gutes Signal im Zimmer gibt. Das nur so als kleine Randinformation. Also man hat im Prinzip genug Möglichkeiten, jetzt zu sagen, GPS, GNSS klingt doch gar nicht immer so schlecht. Bauen wir mal was davon. Und zwar ist es eigentlich relativ leicht möglich, GPS, GNSS als Eingangssignal auf einem Raspberry Pi zu benutzen. Das heißt, man verbindet praktisch jetzt die UART-Schnittstelle, also die Realschnittstelle vom GPS mit dem Raspberry Pi. Darüber wird eh schon mal über die GPS-Informationen die Zeit übertragen, allerdings nur im Sekundenbereich genau und das auch nicht richtig getaktet. Das heißt, jede Sekunde kann man es einstellen, dass dann dort halt eben dann dort die Zeitinformation kommt, also aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit im Klartext über diese NEMA-Nachrichten. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings, wir wollen ja besser als Sekunden sein und das geht über diesen sogenannten Pulse per Second, also diesen PPS-Anschluss, der immer am Anfang einer neuen Sekunde gerade für eine sehr, sehr kurze Zeit einen Pin hochzieht und dadurch dann das Signal gibt, jetzt startet eine neue Sekunde. Und der Raspberry Pi mit seinen GPIO-Pins ist natürlich eine wunderbare Verknüpfung dazu, denn der kann eben genau dieses PPS-Signal aufnehmen und kann dann praktisch dann gegenüber einem NTP-Server darstellen, okay, hier ist die präzise Zeit und über einen NTP-Server kann man sie dann im lokalen Netzwerk verteilen. Die Idee ist also, man holt einen Raspberry Pi, 2, 3 oder 4, klemmt dann dort ein GPS-Modul ran, 3,3 Volt TTL-Level, damit man den Pi nicht berät, also nichts mit 5 Volt oder einigermaßen anderem anschließen und kann dann praktisch mit dieser Kombination eine ziemlich präzise Zeit auf dem Pi erzeugen und sie über einen NTP-Server anderen Netzwerkgeräten im heimischen Netzwerk zugänglich machen. Oder Messgeräten oder Funkgeräten oder sonstigen anderen Bereich. Das ist praktisch die Grundidee, was wir jetzt hier machen werden. Und damit wir das Ganze. Genau, das ist sozusagen noch so die Bastelliste oder die Bestellliste. Ich verwende hier bei mir jetzt gerade ein Raspberry Pi 2, weil ich noch einen liegen hatte, aber 3 oder 4er würden auch gehen. Dazu brauchen natürlich die entsprechenden Netzteile, SD-Karte, ein entsprechendes GPS- oder GNSS-Modul. Braucht natürlich Internet, wir müssen vorher ein paar Sachen runterladen, damit das Ganze funktioniert. Laptop, PC und dann jetzt zu den beiden Sonderprodukten ein Account bei Berliner Cloud und das Berliner Edger Tool, was viele eh schon kennen, um SD-Karten für den Raspberry Pi praktisch vorzubereiten. Jetzt mal die Erklärung, was ist dieses Berliner Cloud, Berliner Hub? Ganz einfach. Die Firma Berliner hat sich darauf spezialisiert, IoT-Geräte, also dieses Internet of Things, einfacher zu machen. Das heißt, man kann praktisch einen Raspberry Pi nehmen und kann dort sehr, sehr einfach unter Verwendung dieser Software verschiedene Software draufladen und diese aktuell halten. Die Idee ist einfach prinzipiell, dass es vermutlich einen großen Bedarf gibt, solche IoT-Geräte zu bauen. Das heißt also, irgendein Händler hat nachher das Problem, dass er vielleicht einen Raspberry Pi oder ein Compute-Modul
Kunde davon, in zehntausenden Produkten verbaut hat und diese jetzt natürlich auch irgendwie aktuell halten will, weil der Kunde da vielleicht gar nicht rankommt. Und das Berliner OS, das Betriebssystem von denen, ist im Prinzip Grundbetriebssystem, was einfach auf dem Pi oder auf was auch immer ein Board es ist, läuft, mit dem Internet verbunden ist, zu dieser Cloud-Anwendung. Und über diese kann dann praktisch, egal wo der Pi praktisch steht, solange er Internetanbindung hat, neue Software aktualisiert werden, geupdatet werden, Fehlerbehebungen gemacht werden und so weiteres. Das funktioniert darauf, weil das gesamte System auf Docker basiert. Docker ist eine Art Virtualisierungsplattform. Viele kennen vermutlich virtuelle Maschinen. Das heißt also, dass man praktisch auf einem PC mehrere Arten von Betriebssystemen laufen lassen kann, mit VMware oder anderen Produkten. Und Docker macht sogenannte Container-Virtualisierung noch ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Im Prinzip kann man das Ganze, weil es auch Container heißt, mit einem Schiffscontainer vergleichen. Die Grundidee ist, dass alles, was die Software zum Leben braucht, also irgendwelche Abhängigkeiten, bestimmte Programme, alles in einem einzigen Paket, in einem einzigen Datei praktisch zusammengefasst ist und dann einfach leicht auf andere Geräte gelaufen werden kann. Außerdem tun sich diese Abhängigkeiten gegenseitig nicht stören. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel dann mit so einer Container-Virtualisierung x-beliebige Arten von Java gleichzeitig laufen lassen, ohne dass die sich gegenseitig beeinflussen. Früher war das immer ein großes Problem, wenn man mit alten Software gearbeitet hat und viele Java-Versionen gleichzeitig haben müsste. Und in dem ganzen Produkt hier kann man dann besonders dieses Berliner Cloud und den Berliner Hub einfach als App Store betrachten. Das heißt, ich kann mir einen Pi zu Hause aufsetzen, mache mir einen Account bei Berliner Cloud, das werden wir auch gleich tun. Tue diesen meinen Pi an Berliner anschließen und kann in diesem Berliner Hub oder diesem App Store praktisch sagen, ich möchte die und die App haben. Ich will gar nicht so wirklich wissen, wie man das installiert. Ich klicke einfach nur auf mehr oder minder installieren. Es wird auf den Pi runtergeladen. Dann kann ich es praktisch einsetzen. Und da diese ganze Verbindung zwischen Cronny, NTP-Servern und dem ganzen anderen Bereich, GPS-Mon und den ganzen anderen Produkten, die man braucht, um das Ganze da zusammenzusetzen, eine sehr, sehr lange Anleitung geben würde, sehr komplex, habe ich gedacht, hey, ich bündel das Ganze lieber einfach in so einem Container halt eben jetzt, wenn man es dann einfach herausbringen kann und nicht den Leuten eine ewige Anleitung bringen, die dann doch irgendwie auseinanderfällt. Das heißt, im Prinzip, wenn man auf Berliner.io geht und zu dem Berliner Hub kommt, kann man sich jetzt diesen App Store sowieso mal ansehen. Hier sieht man zum Beispiel, dass wir schon verschiedene Produkte drin haben, wie zum Beispiel eine Basisstation für LoRaWAN oder ein ADS-Server für sozusagen Überwachung und viele verschiedene andere Produkte, die praktisch jetzt dafür verfügbar sind. So, ich gehe einfach kurz durch die Installation durch, wie wir das Ganze haben. Man geht praktisch einfach auf Berliner Cloud und kann sich dort einen kostenlosen Account erstellen. Die ganze Anleitung ist übrigens nachher auf nicomas.de zum Download verfügbar und kann hier auch nachher nochmal im Stream nochmal angeguckt werden. Also keine Angst, wenn etwas zu schnell passiert und man das nachmachen möchte. Meldet sich dort praktisch an mit einer E-Mail-Adresse und Passwort. Man kann sich dann in den Cloud-Account einloggen. Das heißt, dort könnte man dann zukünftig neue Pis hinzufügen oder neue Endgeräte, die dann mit Software betankt werden. Das heißt, man klickt anfangs dann hier entsprechend, nachdem man sich angemeldet hat, auf Hub und Berliner unter Projekte und sucht sich das Projekt GPS-Time raus, was von mir ist, und kann dann auf Fork this Feed klicken. Das heißt also praktisch, das wäre jetzt äquivalent zu einer neuen App sozusagen jetzt auf einem Android-Handy zu installieren, als Beispiel. Dann möchte er diese auch anlegen und man kann natürlich dann erstmal sagen, wie soll das Ding heißen. Man kann es entweder GPS-Time einfach heißen lassen oder kann es umbenennen. Ganz wichtig ist aber, dass man bei Default-Device auswählt, was man benutzt. Standardmäßig wird ein Raspberry Pi 4 ausgewählt. Hat man aber einen Zweier oder Dreier, so muss man das natürlich hier an der Stelle erstmal auswählen. Andere Geräte funktionieren jetzt erstmal nicht. Das müsste extra noch angepasst werden. Dann kann man bei Advanced nochmal draufklicken und kriegt noch weitere Optionen. Da kann man verschiedene Parameter noch ändern. Der einzige, der wirklich vielleicht interessant ist, ist die Baudrate. Also die meisten seriellen USB-GPS-Mäuse laufen mit 9600 Baud. Das sollte eigentlich passen. Manche laufen aber auch auf der Standardrate von 100, 115.200. Kann man da dann ändern? Müsste man da mal machen und müsste gucken, wie das mit seiner Maus aussieht. Danach klickt man auf Create Deploy und dann sieht man schon, dass dann in dieser ganzen Übersicht ein neues Produkt, GPS-Time, hinzugefügt wird. Da sieht man dann die Übersicht davon. Man sieht, es gibt keine Geräte, die das momentan verwenden und man hat auch keine Software dafür gebaut, weil man noch kein Gerät hinzugefügt hat. Jetzt muss man einfach nur Add Devices klicken und kann sich dann darunter über diese Seite ein neues Image herunterladen. Also praktisch jetzt das Grundbetriebssystem von Berliner OS, was schon vorkonfiguriert ist. Man klickt einfach auf Download.
erhält diese Datei dann praktisch und muss sie dann anschließend mit Etcher, also diesem Brennprogramm, auf eine Micro-SD-Karte draufbrennen. Wenn das erfolgt ist, muss man die einfach nur in den Pi einlegen. Sollte vorher dann natürlich auch noch das GPS-Modul entsprechend mit dem Raspberry Pi verlinken. Das heißt also Strom anschließen, Ground anschließen, ups, das sollte ein D sein, TX, RX entsprechend anschließen und halt eben auch das PPS-Signal und anschließend den Pi mit Netzwerk und Strom verbinden. Das Gerät wird dann booten, wird dann auch in der Übersicht bei einem dann auch verfügbar werden. Irgendwann steht dann ein Device da, baut das Release, also die Software extra für den Pi im Hintergrund und man kann dann auf den entsprechenden Pi draufklicken und sich dann im Detail angucken, was er denn jetzt gerade tut. Im Prinzip, am Anfang ist das Betriebssystem ja leer, da ist ja noch gar keine Software drin, fängt er erstmal an und zeigt Updating und fängt an, das entsprechende Stück Software, also das GPS-Time, herunterzuladen, auf den Pi zu installieren. Und sobald das dann auch da ist, sieht man auch unten das Services, GPS, Time Running, dass das Ganze verfügbar ist. Jetzt hat man hier zwei Felder noch mit einer Internetadresse und einer Local IP Address. Und die Local IP Address ist auch die IP-Adresse, die dieser Pi im lokalen Netzwerk hat. Das heißt, die Adresse, unter dem jetzt dann auch das NTP-Signal verfügbar wird, sobald es da ist. So. Wenn man das jetzt also schon ein aktuelles GPS-Modul hat, was auch lange immer mal wieder an war und auch einen aktuellen Almanach hat, also seine ganzen Daten schon hat und sich auch relativ schnell verbinden kann und auch an guter Stelle liegt. Also wenn man es jetzt gerade in der Wohnung hat, könnte es schwierig sein, ruhig mal den Finger ans Fenster legen. Dann sollte dann relativ schnell unter der lokalen IP-Adresse das System als NTP-Server verfügbar sein. Das Schöne ist, es läuft auch offline, also ohne Internet. Also wenn auch mal zu Hause mal das Internet ausfällt, hat man weiterhin eine genaue Zeit. Und den Pi kann man einfach vom Strom nehmen, wenn man das will. Das Berliner OS ist extra dafür ausgelegt, dass das halt eben funktioniert. Bei der normalen Pi mit so jetzt dem Raspbian oder Raspberry Pi OS sollte man das tunlichst nie tun. Deshalb ist es jetzt extra hier erwähnt. In dem Fall darf man es machen, sonst bitte nicht. Sonst sauber runterfahren. Aber dort ist es vollkommen okay, wenn man den einfach vom Netz nimmt. Jetzt will man das Ganze natürlich auch noch testen, weil, okay, schön, jetzt habe ich Zeit, aber wie füge ich die ein? Je nach Betriebssystem kann das natürlich unterschiedlich sein. Bei Windows kann man das einfach dann über die entsprechende Uhr hinzufügen über die Uhrenleiste in dem entsprechenden Bereich. Man kann aber natürlich auch hingehen und kann das Ganze dann zusätzlich testen über die Kommandozeile. Das heißt, da gibt es hier dieses wunderbare Kommando. Und dieses Kommando zeigt einem im Endeffekt dann an, also hier haben wir zum Beispiel jetzt die IP-Adresse von meinem Pi, inwieweit sich die lokale Uhr von meinem Rechner jetzt zu der NTP-Uhr unterscheidet. Also man sieht, ich habe hier mein Laptop schon häufiger nicht mehr gegen die NTP-Uhr synchronisiert. Es ist also schon ein bisschen gedriftet. Das könnte ich jetzt nachholen, dann würde ich dann auch genauer sein. Man kann aber auch auf dem Pi selbst sozusagen über den entsprechenden Account kann man sich das Ganze angucken mit einem anderen Befehl und kann dann schauen, wie die aktuelle Empfang ist. Und mit dem Befehl sieht man dann auch, dass wir momentan bei einer Auflösung von 34 Nanosekunden sind, über das PSM-Signal. Das heißt also, das ist die aktuelle Auflösung. Die driftet auch hin und wieder. Natürlich, je länger der Pi läuft, desto besser wird es halt eben. Und es kann dann auch mal kurze Unterbrechungen geben, wo das Signal etwas schlechter wird. Aber dieses PSM-0-Signal ist dann genau das, was wir dann hier verwenden als Zeitquelle. So, und jetzt sehe ich auch, jetzt kommen wir auch langsam in die Ende von der. Jetzt muss ich nur noch einmal noch auf die Folie zurück. So, genau. Und wenn man jetzt noch mehr Informationen braucht, gibt es dafür eine entsprechende Seite auf GitHub, die das Ganze auch nochmal genauer dokumentiert, wie das Ganze funktioniert, wie man es ansetzen kann, wie man was debuggen kann, wie man testen kann. Und das wäre an der Stelle auch dann der Vortrag gewesen. Vielen Dank.